zweiter Tag und damit natürlich schon wieder Finaltag. In wenigen Stunden ist auch das, was hier passiert, Geschichte. Aber bis dahin wollen noch einige Geschichte schreiben. Zum Beispiel Linus Dreikorn, das Nachwuchstalent von Sparta Norris Nürnberg. Der hat hier möglicherweise genau auf die richtige Karte gesetzt. Keiner hat sich getraut, sich mit Fleming zu melden, weil nicht sicher war, ob er überhaupt kommt und gesundheitlich fit ist. Aber bisher sieht man nichts von den gesundheitlichen Problemen mit ganz kleinen Einschränkungen. Und da hat der Dreikorn, weil kein anderer mehr übrig war, gesagt, dann spiele ich mit dem Fleming, riskiere das, wenn er nicht kommt, Pech gehabt. Wenn er kommt, winkt ein bayerischer Meistertitel. Und bislang schaut das gut aus. 9-7 die Führung im ersten Satz. Nur noch 9-8. Fleming gegen seine eigenen Teamkameraden. So ganz nebenbei. Die Youngsters von Hildburgstein. Beide Deutschlands Spitze im Jugendbereich. Also Hörmann gewesen, der ist jetzt raus. Matze Danzer spielt noch ein bisschen U19. Ausgleich 10-10. Spannung gleich im ersten Satz, so ganz nebenbei. Das komplette Spiel, das wir hier sehen. Ohne Zauber, Zoom und nervende Kommentare. Als Stativaufnahme aufgenommen, ebenfalls auf YouTube. So, Hannes Hörmann, come on, nicht zaudern, draufgehen, konsequent. Die Endphasen immer, oder rede ich mir das nur ein, die Endphasen immer beim Hannes. Vielleicht rede ich mir das wirklich nur ein, denn die anderen treffen ja auch mal in der Endphase einen Ball nicht, so wie eben Linus. Der ging ja völlig verunglückt über den Tisch. Und da kommt sogar Alex Flemings. Sicher ist der Ball nicht. Backhand. Das Markenzeichen. Aber da packte dann wieder gefühlte 200 Jahre Tischtenniserfahrung aus. Nee, aber ich habe das falsch gesehen. Ich habe den auf dem Tisch gesehen. Der ist zwar noch übers Netz, aber dann seitlich raus. Doch nichts mit der Erfahrung. Etwas glücklich, aber nicht unverdient. Die 1-0-Führung für das neu gebildete Doppel der Zukunft? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Na, da wird es noch viel Feinabstimmung geben müssen. So richtig sind die vom Spielstil nicht füreinander geboren. Und auch nicht von der Mentalität möglicherweise.